Moin Leute, was geht? Herzlich willkommen auf meinem Kanal zurück. Es sind noch genau 2 Wochen, bis wir das allererste Mal von richtigen Menschen, von richtigen Spielern, die auch zum Großteil ein bisschen Ahnung haben, Black Ops 6 sehen können. Das COD Next Event startet ja und direkt 2 Tage später oder 1,5 Tage später, es geht ja bis tief in die Nacht, weil es ja in den USA ist dieses Jahr wieder, geht's dann los mit der Beta für Black Ops 6. Und während Leute wie ich absolute Fanboys sind, was Treyarch angeht und die Black Ops rein, und da ist auch egal, ob das BO1 ist oder 2 oder 3, Gott, Black Ops 3 war so ein unfassbar gutes Game. Black Ops 4 war auch gut, war nicht fertig, hatte keine Kampagne, war trotzdem immer noch fun, Blackout war heftig. Cold War war so... Ich fand's nicht schlecht. Es war besser als jedes einzelne Modern Warfare-Teil der letzten 6 Jahre und es war besser als Vanguard und es war besser als WW2 und eigentlich war es besser als alles andere außer den Black Ops-Teilen. Und jetzt kommt halt aber Black Ops 6 wieder raus und wir haben super viele Infos ja schon darüber bekommen. Wir haben ja, weil die Entwickler oder der Publisher Activision ein bisschen dumm im Kopf ist, haben wir ja schon diese ganzen Gameplays leider auch gesehen. Viel zu viel, was wir teilweise gar nicht sehen wollten. Ist halt nicht die cleverste Idee, auf alten Konsolenversionen schon 100 GB Update 8 Wochen vor Release draufzuladen, wo natürlich irgendwelche Freaks mit ihrem TikTok-ADHS-Movement irgendwelche Game-Runden schon spielen können. So, ist jetzt leider so gewesen, haben sie jetzt wieder entfernt, weil denen das zu viel wurde. Wir wissen auf jeden Fall ungefähr, wie es aussieht. Und einige Sachen davon machen mir ehrlich gesagt Sorge. Sorge aus Sicht des Content-Creators und Sorge aus Sicht eines Spielers. Und darüber sollten wir reden. Ihr wisst es ja bei mir, ich bin ein großer Fan davon, dass man sich in Call of Duty, weil es ein Fast-Pace-Game ist, auch Fast-Pace bewegen kann. Und das Omni-Movement, was wir kriegen, ist perfekt. Ist genau das, was man sich erhofft bei einem Charakter, den man steuern kann, der sehr unabhängig sich bewegen kann. Also nach hinten springen, nach vorne springen, seitwärts rutschen, schnell laufen. Das Problem bei solchen Movement-Sachen ist, dass es jedes Mal die Community spaltet. Und zwar die besseren Spieler und die nicht so guten Spieler. Das haben wir bei Vanguard gehabt, das haben wir bei Modern Warfare 19 gehabt, das haben wir jetzt in MW3 wieder. Jedes Mal, wenn in einem neuen Call of Duty das Movement extrem in eine Richtung geht, spaltet es die Leute. Die Negativaspekte waren zum Beispiel bei Modern Warfare 2. Ich kenne nicht einen guten Spieler. Kein CDL-Spieler, kein Streamer, kein Content-Creator, kein insgesamt guter Spieler, der gesagt hat, dass Modern Warfare 2 letztes Jahr ein gutes Game war. Das Game war komplett Dogshit. Es war wirklich von Dogshit-Entwicklern gemacht worden. Mit der Kernessenz, dass man versucht hat, Dogshit-Spielern ein Spiel hinzustellen, was mit Call of Duty nichts mehr zu tun hatte. Und das Movement war so langweilig und so langsam und so behäbig und es war alles so darauf ausgerichtet, dass ein Großteil der Community dieses Game nach kurzer Zeit nicht mehr gespielt hat. Und genau das gleiche kann, wie es damals bei Black Ops 3 war, wenn das Movement jetzt ähnlich in die Richtung geht, zwar kein Jetpack-COD, aber trotzdem sehr advanced und schnell, kann es durchaus sein, dass wir genau das gleiche jetzt wiedersehen. Dass Leute sagen, das Movement ist mir zu schnell, das gefällt mir nicht, daran will ich mich nicht gewöhnen, ich spiele das nicht mehr. Und umso weniger Spieler wir in den Multiplayer-Runden haben von Anfang an, umso schlimmer kommen die Auswirkungen von SBMM zu Trage, umso mehr ist man genervt. Und SBMM, das ist leider das zweite Thema, wir haben diesen White Post gesehen und diesen White Blog von Activision, wo sie über 16 Seiten, ich habe ein Video darüber gemacht, erklärt, warum SBMM drinne bleibt mit irgendwelchen Zahlen, die Quatsch sind. SBMM wird nicht weggehen. Es wird das gleiche Matchmaking sein, Disbanded Lobbys, neue Lobbys nach jeder Runde, es wird wieder ewig gesucht, es wird wieder Skill gesucht und verglichen. Und umso weniger Leute du zur Auswahl hast, umso schlimmer wird es, weil du irgendwann ewige Ladezeiten hast, du musst ewig in die Runde laden, dann dauert es ewig, bis du die richtigen Spieler generell findest. Wenn da einer quittet, kommt wieder keiner nach. All diese Sachen machen einem wirklich Sorgen, weil so ein Omni-Movement wie ein Black Ops 6 kann für einige von euch extrem geil sein und für mich mit Sicherheit auch, sobald man es ein bisschen gemastert hat, das dauert in der Regel, wenn man ein bisschen Talent hat, ein bisschen Talent in seinem Controller, 2, 3, 4 Runden,
dann weiß man, was man machen kann, wie man es machen kann, wie man es nutzen kann. Es wird aber auch viele geben, die das anfassen, schnell aufgeben, weil das mittlerweile in der Gesellschaft normal ist, beim Gaming genauso wie in der realen Welt draußen. Man beginnt etwas, man probiert etwas und das klappt beim ersten Mal nicht ganz und dann legt man das zur Seite. Und heutzutage werden alle auch so erzogen, dass das in Ordnung ist. Heute werden die Leute dazu erzogen, dass sie versagen dürfen. Und zwar immer und immer wieder. Und es gibt keine Konsequenzen dafür. Nur so funktioniert das Leben halt nicht. Leben funktioniert nicht, genauso wie Gaming nicht. Wenn ich in einem Game besser werden möchte, werde ich auf dem Weg dahin, wo ich besser werde, irgendwann versagen. An irgendeinem Punkt. Ich werde irgendwas am Anfang nicht können. Ich werde irgendwelche Fehler machen und solche Sachen. Und das wird beim Omni-Movement auch passieren. Und jeder, der da dran bleibt und das ein bisschen lernt, und wenn es da 1-2 Tage dauert, wird, glaube ich, sehr, sehr viel Spaß haben dieses Jahr. Alle anderen werden es wahrscheinlich sehr schnell quitten und zu irgendwelchen anderen Games wechseln und sind dann wieder verloren für den Multiplayer. Das dritte Problem ist, das ist das allererste Mal, dass wir ein Treyarch-COD haben mit dem neuen Engine-Update. Alle CODs sollen ja in der Zukunft auf derselben Engine laufen, die wir jetzt mit Modern Warfare 3 und davor Modern Warfare 2 hatten. Und Treyarch ist ja das einzige Entwicklerstudio, was bisher kein COD veröffentlicht hat als Lead-Designer und Lead-Entwickler mit diesem neuen Engine-System. Und dieses Engine-System ist absolut Grütze, wenn es um Spawns bisher angeht. Und ich glaube, dass da zum Teil die Entwickler dran schuld sind, also sowohl Sledgehammer als auch Infinity Ward. Ich glaube aber auch, dass dieses Engine-Update es irgendwie sehr, sehr kompliziert macht, dass man eben die Spawn-Punkte von den Spielern auf den Karten, und Spawns sind eine der wichtigsten Sachen in Call of Duty Multiplayer, dass sie die nicht ordentlich hinbekommen. Und wenn Treyarch jetzt ohne jegliche Vorerfahrung, außer in Zombies dieses Jahr, aber Zombies-Spawn-Punkte hat nichts mit Multiplayer zu tun, und wenn sie das nicht ordentlich hinkriegen, wird es wieder sehr, sehr schnell so sein, dass man maximal frustriert ist, dass es wieder sehr lange dauert, bis diese ganzen Sachen gefixt werden. Und dann kommen wir wieder an den Punkt, wo wir jetzt mit Call of Duty mittlerweile sind. Call of Duty released nicht mehr und ist fertig. So wie das früher war und so wie sich das gehört, sondern es released in einem Status von halb fertig und da kommt noch was. Und über die Wochen und Monate wird es dann weiterentwickelt, was aber bedeutet, dass dann auch schon wieder Spieler verloren gegangen sind. Und meine allergrößte Sorge ist, dass wir zu wenig Content bekommen. Dieses Jahr fand ich es bei Sledgehammer, was den Multiplayer-Content angeht, zu Großteilen echt in Ordnung. MW2 Multiplayer-Content war komplett Dogshit. MW2 ist das schlechteste Call of Duty, was ich je gespielt habe. Es ist noch schlimmer als Vanguard gewesen. Es ist noch schlimmer als MW19 gewesen. Infinity Ward hat für mich die letzten zwei CODs eindrucksvoll bewiesen, dass sie in der Call of Duty Franchise komplett falsch sind. Und das, was wir in dem Jahr an Content für den Multiplayer bekommen haben, und man muss bedenken, wir alle zahlen nicht 80 oder mehr Euro für Warzone und Rebirth und was da kommt, sondern für den Multiplayer und Zombies. Also kann man erwarten, dass da, wo wir das meiste Geld für ausgeben, auch am meisten Content für kommt. Und der Multiplayer wurde komplett vernachlässigt und ich habe wirklich größte Sorge, dass wir an demselben Punkt dieses Jahr wieder angelangen. Treyarch wird die ersten zwei Seasons hoffentlich, obwohl wir das Gerücht gehört haben, dass schon Karten von MW3 geklaut werden und Treyarch zur Verfügung gestellt werden, weil sie sonst nicht hinterherkommen mit den Maps. Die größte Sorge ist, dass wir wieder pro Season irgendwie zwei Multiplayer-Karten bekommen. Nach der dritten Season fängt es dann wieder an, dass man Remastered-Karten bekommt, die wir schon im Game haben. Da wird dann Schnee hinzugefügt oder eine Sonne oder beides oder Regen oder es ist dunkel, es ist hell. Das ist nur alles kein Content, das ist aufgeweichter Müll. Und ich würde gerne ein Black Ops haben, was den Namen Black Ops verdient hat, von Treyarch. Und Treyarch sollte ihren Namen auch wieder verdient haben. Mit Gameplay-Aspekten, die fun sind, die aggressiv sind, die schnell sind und die jedem etwas bieten. Und wenn all diese Sachen nicht eintreffen, wird es, glaube ich, sehr, sehr schnell wieder sehr, sehr zäh und sehr, sehr langweilig und viele Spieler verlassen es und sind dann bei anderen Games. Ob das jetzt der Scam mit Arena Breakout ist oder vielleicht spielen einige den neuen MW2 Multiplayer-Mod, wozu noch ein Video kommt. Einige werden den Tarkov-Vibe mitnehmen und. Also es gibt viele Sachen, die man alternativ machen kann. Black Ops aktuell sieht ja auch ziemlich gut aus, auch wenn ich noch keinen Key bekommen habe, leider. Also ich hoffe wirklich, dass wir ein gutes Jahr vor uns haben, aber es sind so meine größten Sorgen, die ich habe. Schreibt mal rein, ob ihr auch Sorgen habt oder ob ihr sagt, einfach Black Ops rein da, gönn uns. Lasst ein Like da, lasst ein Abo da, haut rein.